Lass uns eine kleine Reise in die Welt der Spiritualität und Religion unternehmen und 50 historische, erstaunliche Fakten erkunden, die die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Bereiche beleuchten. Spiritualität existierte lange vor organisierten Religionen. Schon in der prähistorischen Zeit zeigten Höhlenmalereien spirituelle Praktiken, die den Glauben an höhere Mächte ausdrückten. Religionen haben oft klare Glaubensregeln, während Spiritualität auf persönlicher Erfahrung basiert. Spiritualität stellt das individuelle Erleben in den Vordergrund, während Religion häufig an Institutionen und Dogmen gebunden ist. Mystik ist eine spirituelle Strömung innerhalb vieler Religionen. In Religionen wie dem Christentum, Judentum und Islam gibt es mystische Zweige, die eine unmittelbare, persönliche Verbindung zu Gott suchen. Der Buddhismus ist ein Grenzfall zwischen Religion und Spiritualität. Er wird oft sowohl als Religion als auch als spiritueller Weg betrachtet, der auf innerer Erfahrung und Erleuchtung basiert. Schamanismus, eine der ältesten spirituellen Praktiken, existiert seit über 10.000 Jahren. Er basiert auf der direkten spirituellen Erfahrung ohne formale Religion. Die Kabbala, die jüdische Mystik, lehrt spirituelle Pfade jenseits des religiösen Judentums. Sie bietet spirituelle Erklärungen zur göttlichen Energie und der Verbindung zur Schöpfung. Die Reformation im 16. Jahrhundert förderte die Trennung von Religion und Spiritualität. Martin Luther betonte, dass Gläubige keinen Vermittler zwischen sich und Gott bräuchten, was die Idee der persönlichen Spiritualität stärkte. Im alten Ägypten wurden die Pharaonen spirituell verehrt und als Götter auf Erden angesehen. Dies war eine Verschmelzung von Religion und persönlicher spiritueller Macht. Im Taoismus wird das Konzept des Tao als spiritueller Weg betrachtet, nicht als Religion. Es betont den Einklang mit der Natur und das innere Wachstum. Indigene Kulturen praktizieren Spiritualität oft im Alltag ohne formale Religion. Ihre Rituale ehren die Natur und betonen die direkte Verbindung zu spirituellen Kräften. In der Antike wurden Philosophen wie Pythagoras als spirituell Erleuchtete verehrt. Man glaubte, dass sie eine besondere Aura oder Energie besaßen. Der Zen-Buddhismus verbindet spirituelle Praxis mit religiöser Tradition. Er fördert Meditation und Achtsamkeit als zentrale spirituelle Erlebnisse, trotz seines religiösen Rahmens. Im Christentum entstanden früh Mönchsbewegungen, die die persönliche spirituelle Erfahrung in den Vordergrund stellten. Die Wüstenväter lebten in Abgeschiedenheit, um Gott durch innere Meditation zu erfahren. Der Islam betont den Glauben an Gott, während der Sufismus, eine mystische Strömung, spirituelle Ekstase und direkte Gottesschau sucht. Diese Trennung zeigt den Unterschied zwischen formalem Glauben und persönlicher Spiritualität. Die vedische Tradition in Indien betont das Konzept von Prana, der Lebensenergie, als Grundlage der Spiritualität. Diese Energie wird als allgegenwärtig und spirituell transformierend betrachtet. In der chinesischen Medizin ist die spirituelle Energie Qi eine zentrale Vorstellung. Sie wird als universelle Lebensenergie angesehen, die in engem Zusammenhang mit dem spirituellen Wohlbefinden steht. Die christliche Mystikerin Hildegard von Bingen hatte Visionen, die spirituelle Lichter und Energien beschrieben. Diese Visionen zeigten eine tief spirituelle Erfahrung, die über dogmatische Religion hinausging. In der Renaissance wurden religiöse Figuren mit Auren und Heiligenscheinen dargestellt, was spirituelle Reinheit symbolisierte. Die Kunst spiegelte spirituelle Konzepte wider, die über die Religion hinausgingen. Der Theosophischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert verdanken wir die Popularisierung von Auren und spirituellen Energiefeldern im Westen. Sie betonte die spirituelle Weiterentwicklung durch Meditation und innere Erfahrung. Die römisch-katholische Kirche entwickelte das Konzept der Sakramente, um spirituelle Gnade zu vermitteln.
Sakramente wie Taufe und Kommunion sollen spirituelle Transformationen innerhalb einer religiösen Struktur ermöglichen. In der Esoterik des 19. und 20. Jahrhunderts wurden Religion und Spiritualität häufig als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet. Diese Bewegung betonte, dass Religion eine äußere Form und Spiritualität eine innere Reise ist. Der Hinduismus ist eine der wenigen Religionen, die gleichzeitig formale Glaubenssysteme und einen stark spirituellen Pfad anbietet. Die Bhagavad Gita betont die persönliche spirituelle Reise, die parallel zur religiösen Praxis verläuft. Die Quäker, eine religiöse Gemeinschaft, betonen die direkte spirituelle Führung durch das innere Licht, ohne Vermittlung durch Priester. Dies ist ein Beispiel für eine spirituelle Ausrichtung innerhalb einer religiösen Struktur. Die Mystik im Christentum, wie bei Teresa von Avila, förderte die spirituelle Vision und Ekstase als direkte Erfahrung Gottes. Diese persönliche Spiritualität wurde oft von den religiösen Institutionen skeptisch betrachtet. Im Mittelalter führte die Verehrung von Reliquien zu einer Vermischung von religiösem Glauben und spirituellen Erfahrungen. Man glaubte, dass Reliquien spirituelle Kräfte besäßen, die über die bloße Religion hinausgingen. Der Schamanismus betont die direkte spirituelle Kommunikation mit der Geisterwelt, was ihn von den meisten Religionen unterscheidet. Diese spirituelle Praxis ist oft persönlich und nicht an formelle Rituale gebunden. Die Kabbala im Judentum betrachtet die Schöpfung als spirituelles Geflecht, das durch innere Einsicht verstanden werden kann. Diese Lehre überschreitet die Grenzen der religiösen Ausübung und betont das individuelle spirituelle Wachstum. Das Christentum hat spirituelle Ursprünge, die durch die religiöse Institutionalisierung verdrängt wurden. In den ersten Jahrhunderten war die christliche Praxis stark auf persönliche spirituelle Erlebnisse ausgerichtet. Die Reinkarnationslehre, die in vielen spirituellen Systemen vertreten ist, findet sich nicht in allen Religionen. Während der Buddhismus und der Hinduismus an Reinkarnation glauben, lehnt das Christentum diesen Gedanken ab. Religion betont oft das Kollektive, während Spiritualität individuell erfahrbar ist. Religion organisiert den Glauben durch Gemeinschaft, Spiritualität jedoch richtet sich auf die persönliche, innere Reise. Der Sufismus innerhalb des Islam sucht die mystische Erfahrung Gottes durch Liebe und Hingabe. Diese spirituelle Praxis geht oft über die Dogmen des Islam hinaus und betont die persönliche Verbindung zu Gott. Viele spirituelle Praktiken, wie Yoga, entwickelten sich unabhängig von Religionen, wurden aber später in religiöse Systeme integriert. Yoga begann als spirituelle Praxis und wurde später Teil des Hinduismus. In vielen Religionen gibt es bestimmte spirituelle Praktiken, die ausschließlich zur spirituellen Reinigung gedacht sind, wie das Fasten. Diese Praktiken werden sowohl in Religion als auch in reiner Spiritualität genutzt. Die Vorstellung des Karma stammt aus spirituellen Lehren und wurde später in Religionen wie dem Hinduismus und Buddhismus integriert. Karma beschreibt die spirituellen Konsequenzen von Handlungen, die den Lebensverlauf beeinflussen. In der Renaissance führte die Wiederentdeckung der griechischen Philosophie zu einem erneuten Interesse an spiritueller Weisheit. Philosophen wie Platon und Aristoteles beeinflussten sowohl religiöse als auch spirituelle Strömungen. Das Gebet ist eine spirituelle Praxis, die in fast allen Religionen existiert. Es dient sowohl der religiösen Anbetung als auch der persönlichen spirituellen Verbindung mit dem Göttlichen. Die Bibel wurde in der christlichen Kirche als Wort Gottes angesehen, während in spirituellen Kreisen die Interpretation wichtiger ist. Spirituelle Lehren sind oft offener für individuelle Auslegung und Anpassung. In der modernen Welt wenden sich viele Menschen von formellen Religionen ab, hin zu persönlicher Spiritualität. Dieser Trend zeigt die wachsende Bedeutung individueller spiritueller Erfahrung. Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, wird sowohl als religiöse als auch spirituelle Figur angesehen.
Er verkörpert die Verbindung zwischen religiöser Tradition und persönlicher spiritueller Weisheit. Die Idee des Heiligen Geistes im Christentum spiegelt spirituelle Energie wider, die jenseits der religiösen Struktur verstanden wird. Der Heilige Geist wird oft als direkte spirituelle Präsenz Gottes erlebt. Die Verehrung der Natur war in frühen spirituellen Systemen allgegenwärtig, wurde aber in vielen organisierten Religionen abgelehnt. Religionen haben oft die Naturanbetung durch monotheistische Konzepte ersetzt. Die christliche Taufe dient sowohl der spirituellen Reinigung als auch der formellen Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie verbindet spirituelle Bedeutung mit einem religiösen Ritual. Im alten Rom wurden religiöse Zeremonien genutzt, um das Reich spirituell zu schützen. Die Römer glaubten, dass ihre religiösen Rituale das Schicksal des Staates beeinflussten. In der Renaissance führte das Studium von Hermetik und Alchemie zu einer Verschmelzung von Wissenschaft, Religion und Spiritualität. Diese Disziplinen suchten nach spiritueller Erleuchtung durch wissenschaftliche Erkenntnis. Der Hinduismus erlaubt es seinen Anhängern, einen spirituellen Pfad zu wählen, der von den religiösen Regeln unabhängig sein kann. Dies zeigt die Flexibilität spiritueller Entwicklung innerhalb einer Religion. Das Christentum entwickelte über Jahrhunderte starre Dogmen, während spirituelle Praktiken in verschiedenen Epochen parallel existierten. Dies führte oft zu Konflikten zwischen Institution und individueller spiritueller Suche. Im alten Griechenland wurden spirituelle Mysterienkulte praktiziert, die persönliche Erleuchtung versprachen. Diese Kulte standen oft außerhalb der etablierten Religionen und boten geheime Einweihungsrituale an. Die spirituelle Suche nach Erleuchtung im Buddhismus steht im Zentrum der Lehre, während religiöse Rituale sekundär sind. Die spirituelle Erleuchtung wird als das höchste Ziel angesehen. In der Geschichte des Judentums gab es Bewegungen, die stärker spirituell als religiös orientiert waren, wie der Chassidismus. Diese Bewegungen betonten die direkte spirituelle Erfahrung von Gottes Gegenwart. Religion organisiert den Glauben, während Spiritualität die innere Reise zur Selbstentdeckung betont. Beide haben ihre eigenen Rollen, können aber zusammen oder getrennt existieren. Diese 50 faszinierenden Fakten zeigen, dass Spiritualität und Religion unterschiedliche Wege bieten, das Göttliche zu erfahren und innere Erleuchtung zu finden. Während Religion strukturiert und gemeinschaftlich ist, ist Spiritualität oft individueller und dynamischer.